Hallo und herzlich willkommen bei Bewusstseinsentwicklung und Psychotherapie. Eine Frage, die ich häufig höre, ist: Jetzt kenne ich doch die Ursache meiner Probleme, meiner Symptome, trotzdem geht es mir immer noch schlecht. Wieso? Da gibt es den Unterschied im kognitiven Wissen und im emotionalen Erleben und Fühlen. Solange ich etwas nur bewusst weiß, kognitiv habe, wo die Ursache sein kann, kann man die Ursache nicht auflösen in der ursachenorientierten Therapie. Was man braucht, ist die Gefühlsebene, von der viele ja ein bisschen abgeschnitten sind aufgrund verschiedenster Faktoren. Und die Aufgabe der ursachenorientierten Psychotherapie ist, die Menschen wieder ins Gefühl, in die Emotionen hineinzubringen. Und wenn ich dann die Ursache ganz klar bewusst habe, auch in ihrer emotionalen und gefühlsmäßigen Tragweite, dann erst kann die Ursache sich auflösen. Ja, ich hoffe, das war verständlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.